Hallo ihr Lieben, und da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Virtuoswäsche. Jetzt ratet mal, wer dabei ist. Ihr werdet es nicht fassen. Die ich hab mich selbst angezogen. Ja, die Helia ist am Stissel, ihr Lieben. Wir fahren ja mit der Helia in ein Zufallsgefecht. Aber vorab wurde ich gefragt, wie ich die Bismarck geskillt habe. Ja, wie habe ich sie denn geskillt? Schauen wir mal an. Module hat sie noch gar nichts drin. Könnte ich einbauen, aber durch Kredit und so, dann bin ich ganz schnell wieder runter. Ich warte, glaube ich, mal auf den Rumpf. Ach du Kacke. Drei, ach, so hast du die modifiziert. Okay, ach du Kacke. Kostet ja fast hier 4 Mille. Die macht mich arm. Also, da fehlen mir nicht mehr 4 und dann mache ich auf jeden Fall erstmal den Rumpf. Reichweite war ja, glaube ich, irgendwas mit 19. Das soll erstmal reichen. Hier kriegen wir das Ganze auf 21,2, das gute Stück. Hier ist klar, Verbrauchsmaterial, alles wunderschön, weil es ist die Bismarck, da muss rein. Bei Verbesserungen habe ich nicht dolle was reingehauen, außer das, was für mich so wichtig ist, dass es nicht so streut, der ganze Rotz. Zielsystem, Modifikation habe ich da erstmal reingehauen. Ja, man könnte eigentlich auch hier Schadensbegrenzung, das mache ich mal. Die Deutschen fackeln immer ganz gerne ab. Das kostet ja nicht allzu viel. Hier muss ich nochmal aussuchen. Ich habe mir immer so vorgenommen, erstmal nochmal fahren, bevor ich hier was reinhaue und dann. Aber, wenn ich dann gefahren bin, dann vergesse ich es wieder, dass ich da irgendwas machen wollte. Also, das dazu. Captain, ja, Beschussalarm, wie viele? Ja, genau. Beschussalarm, wie viele auf ein Ziel? Immer recht viele Elite-Schütze, damit sich das Ganze ein bisschen schneller dreht. Adrenalinrausch natürlich, der Inspekteur, damit wir von allem ein bisschen mehr haben. Und wenn ich denn 4 bin, weiß ich gar nicht, was ich hier unten nehmen soll. Damit befasse ich mich denn, wenn wir denn hier 4 Pünktchen haben. Das zu Bismarck, ihr Lieben. So, total geil. So, wir fahren aber schnuckligerweise Doppelscharnhorst hier und das wird verdammt lustig. Ja, Scharnhorst. Mit den Franz. ja. Es wird lustig. Die Helia hat schon. Wollen wir mal gucken, wie lange die Helia nicht dabei war? Ich creme mir die Hände ein. Sie cremt sich die Hände ein. Zeig das nicht. Ach, komm schon, die Tage. Das ist voll lustig. Leute, ich war vor kurzem drin. Ich schwöre. Sie schwört. Also werden wir das Ganze nicht aufdecken, wie lange die Helia. Stimmt, ich war vor kurzem drin. Ach, kannst zeigen. Aber du musstest fahren. Nee, zeig nicht. Ich hab's aufgemacht. Alter, du bist gut. Alter, 60 Tage. Du weißt, manche Leute gehen halt arbeiten und. Ich bin ja auch nicht viel besser. Wieso 7 Tage? 7? Was? 7 Tage war ich nicht drin? Das ist ja Stuck und der Logen. Ey, wenn man ein Chef ist bei. Theoretisch müsste hier stehen: Arbeit. Arbeitstag. 60 Tage. Uiuiuiui, die Runde wird geil. Ich freue mich. Die wird lustig. Zielen, schießen, hoffen, dass du triffst. Aber ich habe mich selbst angezogen. Das ist sehr schön, dass du dich selbst angezogen hast. Ja, das mit kann ich wenigstens noch. Mit den Schuhen kannst du auch klar hier so Schnürsenkel schnüren? Die habe ich aufgelassen. Meine Mami hat mir nicht geholfen. Hat sie denn aber wenigstens gesagt, du sollst breitbeinig laufen, damit du da nicht auf deine Schnürsenkel latscht? Nein. Na, Glück, dass du dich doch nicht aufs Fressbrett gepackt hast. Herzlichen Glückwunsch. Applaus für die Helia. Wer sagt, dass ich das nicht gemacht habe? Ach, du hast dich aufs Fressbrett gepackt. Ach, ja, du Scheiße. Was so haben wir denn? Es ist Gerechtigkeit. Ich rieche Gerechtigkeit. Und einen Flugzeugträger. Das wird wunderschön. Eine Furu Attacke. Eine Grab. Ich gebe die Rückendeckung. Ohne R. Wieso gibst du mir Rücken? Du bist ein dickes. Nein, ich gucke mir mal den Flugzeugträger an. Du bist ein Schlachtschiff. Du bist, glaube ich, so wirklich nicht. Keine Ahnung. Bist eher Kreuzer gefahren. Ein Schlachti heißt das. Weißt du, das verletzt mich gerade tierisch. Du, oh Gott. Du bist, ich meine, du. Das Laden dauert halt ein bisschen länger. Stell dich drauf ein, ja? Weil du bist ein Schlachti. Obwohl die Scharnhorst relativ gut nachlädt und so. Das ist eigentlich total geil. Ich würde sagen, C ist scheiße. Viel Glück und ruhige See. Der Clan weiß, warum C scheiße ist. Wir fahren nach B, weil B hab ich. Oh, ja. Da ist die Helia. Momentchen. Ruhige Wasser, ruhige See ist besser, Kollege. War, wurde geändert.
Ja, die Tarnung habe ich auch, aber ich habe mir diese Eistarnung gekauft. Wunderschön, ich bin eine Frostbeule. Auf See. Oh, hört sich ja gut an, die Scharnhorst. Ja, die Scharnhorst, wir sollten mal ein bisschen nach links drehen. Links? Wir haben 3 Zerstörer im Spiel. Und wie gesagt, immer noch einen Flugzeugträger, der hammerhart abwerfen kann. Und das ist hammerhart scheiße. Weil das ein Sechser ist. Ilia. Weil ja, Sechser. Ich fahr einfach. Ich dachte, ich mache hier einen Kreuzfahrt oder so. Sag mal, haben, haben die das jetzt eigentlich schon geändert hier mit den Flugzeugträgern? Aber du das hast ja eh nichts Ahnung. Versprochen. Ich habe jetzt laut gedacht. Was hat man versprochen? Was hat man versprochen? Ich habe keine Ahnung. Wer hat sich versprochen? Ey, ich gehöre jetzt mit zum Clan. Zack was, ey. Der Flugzeugträger, die wollten das doch ändern. So, wenn du Flugzeugträger spielst, schickst du ja 3 Flieger los, ne? Und hast Kontrolle über 3 Flieger, die du dann hin und her. Die wollten das doch ändern, dass du nur noch eine Staffel fliegt und du bist dann, weiß ich nicht, fliegst mit der Staffel. Hinter den Flieger dahinterher. Okay. Und war das nicht so November irgendwie? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich hab da was voll krass entdeckt da hinten. Ja, ich... Und da kommt auch ein Bomber. Das ist ja bombenmäßig, die Stimmung hier. Ich find's gut. Ich lass mal meine Flieger starten, einfach so, weil ich's kann. Mal sehen, was man hier noch so aufdeckt. Ich kann da die Gneise da abballern. Was? Ja, die Reichweite ist toll. Ja, ich seh's auch gerade. Ja, total nice. Wo ist sie denn? Oh Mann, jetzt ist sie weg. Aber wir haben hier Aufmerksamkeit vom Flugzeugträger. Der schickt hier seine Dinger hin. Ich hab getroffen, ja, und 760 Schaden gemacht und der war über 20 Kilometer weg. Yeah, lobet mich. Lob, 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 lob. Geil. Da ist einer Zerstörer, den sollten wir mal auch beballern. Upsala. Was natürlich ja total für ein Puppes ist. Puppes. Die Schuss hätte ich mir auch klemmen können. Bäh ist unser, C ist scheißegal. Wer nach C fährt, hat eine Arschkarte. Ich glaube, wir knutschen uns gleich. Geil. Ich wollte auch gerade sagen, oh, wünschen sich vielleicht manche was? Nein. Leute, das wünscht ihr euch. Nein. Doch. Und schieß hier Felix mit AP. Das ist eine gerechte Runde. Wären wir hier in 10er, kannst du heu schießen. Ich hab getroffen. Ich bin ein Held. Ich wurde fast getroffen. Geil. Machen wir mal so. Ich glaube aber nicht, dass ich getroffen treffen werde, weil ich hatte gerade so ein Zucken in der Maus und daran bin ich nicht schuld. Die Furutaka, liebe Elia, hat 10 Kilometer Torpse. Also, achte auf den Abstand. Ja, ja. Abstand haben wir gleich zwischen uns keinen mehr. So ungefähr. Hast du mich fett gerammelt? Ja, wenn du in meinen Weg gehst. Hallo, Anfänger. Furutaka muss raus. Los, schnapp sie dir. Alles da. Schieß Ruf auf das Ding. Furutaka ist ungeil. Als Feind. Als Freund. Ganz gut. Die Furutaka. Ja, jetzt habe ich krasse Berge. Kann ich dahinter nur irgendwas reißen? Nein, das sieht inselmäßig aus da drüben. Unser Zerstörer nein, wird gleich... Zerstörer, Zerstörer. Wo denn? Oh Gott sei Dank ist er... Oh. Oh, unser Zerstörer ist wenigstens weggegangen. Weggegangen? Du meinst... Ja, sonst hätte ich ihn getroffen. Hast du ihn rausgeholt? Nein. Okay. Also das habe ich noch irgendwie hinbekommen. Ah, Furutak, Zita, Baby. Alter, ich liebe diese Folge. Ich werde die einrahmen bei YouTube. Siehst du, ich bring Glück. Nur noch mit dir. Komm raus mit dem Ding. Oh, hab ich so weit vorgehalten? Nein, die Mumpeln fliegen und yes, Baby. Alter. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Ja, also, ich find's hier ganz gesellig hier hinten. Wo ist hinten bei dir? Na, hinten, hinter der ganzen Staffel. Und denk an deine Breitseite. Jo, die zeige ich Ihnen. Vielleicht hat da jemand Lust zu knappern, ich weiß ja nicht. Knapper Spaß, so knapper Spaß. 2 Zerstörer sind noch in Game. Wir werden uns, glaube ich, mal gackend dreist
Ach du Scheiße. Na, wenigstens etwas habe ich getroffen. Ja. Unser Flugzeugträger kriegt Gesellschaft von einem Zerstörer. Ich weiß nicht, ob ich mich um das Problem kümmern sollte. Als Schlachti, glaube ich, eher weniger. Scheiße. Machen wir denn da? Oh, ich habe irgendwas getroffen. Yay! Den Feind. Ich mag die York jetzt schon nicht. Ich weiß nicht, drehe ich um und unterstütze so einen Flugzeugträger? Elia? Ja, ich drehe auch gerade. Ja, ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist. Aber... Oh ja. Der fährt weg. In welche Richtung drehst du und so? Genau dieselbe wie du. Ah. Die Nürnberg fährt ja auch schon in die Richtung, aber der... Ach du Kacke. Die L.A. Galis wupp, genau ballert auch auf den. Okay, wir können wieder umdrehen. Umdrehen. Flugzeugträger von uns ist raus. Trotzdem können wir den Zerstörer noch irgendwie mitnehmen. Ja, wir können hier den Kreuzer, falls da irgendwie was Schnuckliges hat. Zum Nein, Aufdecken. Du verdammter Aufklärer, warum gehst du zurück? Wow. Nächster, D ist unser. Wir verteidigen D. Kann sich mal entscheiden. Links, rechts, geradeaus. Komm schon, Back B. Alle ich erste Runde nach 7 Tagen angeblich. Und mach 67 Schotten. Ich bin beeindruckt. Alter, ich hab einen Flieger, Mann. Raus mit dir. Hüppula hüpp hüpp. Jetzt kommt Schlachti-Schuss. Oh. Zwei Zerstörer? Scheiße, wenn ich mal wüsste, wie die Anschan ist. Die Mars ist, glaube ich, Standard mit den Top. Pss. Ach du Kacke, da treffe ich doch niemals. Naja. Ich hasse Zerstörer. Aber leider mit der... Alles das klar? Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ja, beide eingenebelt, da bin ich doch nicht bescheuert und fahr da drin. Wie viele sind denn noch? Ah! Ich dachte, die Runde gewinnt. Das sind, glaube ich, nur noch wir. Warte, ich bin direkt bei dir in der Fahrtrichtung. Wo ist denn meine? Ja, obermäßig affengeil. Was macht eigentlich unser Zerstörer da hinten? Boy? Oh. Chillen. Also das ist eigentlich doch was machen wir denn jetzt? Na, wir fahren weg von Zerstörern. Das ist nicht unsere Aufgabe. Beschuss, ja? Torpedos? Ja. Machst du welche? Ja. Alter, du musst aufpassen. Du warst schon weg bei mir. Kann ich torpsen? Naja, bringt aber nichts. Naja, wenn jemand vielleicht hinter uns fährt oder so. So, wir fahren dann auch mal so Richtung. Kommt mein beschissener Flieger wieder zurück? Ah, der fährt auch noch so kackig. Wie schießt man denn da? Oh, jetzt bin ich zu brennen gebracht. Graf Spee! Ja, wenn da mal die Schuss treffen werdet mal. Geil. Pass auf, da kommt Schuss auf dich zu. Ja, ja, seien sie mal. Aber ist ja eh scheißegal, ne? Kann man ja noch in einem Leben. Ah, Graf Spee? Jörg, ey. Oh, die nimmt B. Wer ist denn da? Ach du Kacke, wahrscheinlich auch ein Zerstörer.
kann ich auch abfackeln. Piep! Irgendwas habe ich getroffen. Oh. Ja, da ist ein Zerstörer B drin. Im. Ah, Krisenau ist da. Wer ist da? Krisenau. Gniesenau? Gneisenau. Oh, Entschuldigung. Und das war, hä, was? Mein Gott. Kenn ich gar nicht, neues Schiffchen. Lies, wer lesen kann, Leute. Also. Entschuldigung. Renne, mein Bester. Ja, jetzt, wo ich die Ladung draußen habe. Leck mich doch am Arsch. Bei mir auch. Er brennt wenigstens. Na, ist das geil, Graf Spee? Brenn ist so geil. Ist so heiß, wa? Ich fackel dich schön ab. Brennst du noch? Du hast gelöscht. Ist ja ein Ding. So Schwein, dass hier ein Zerstörer ist. Perfekt. Danke. Oh, jetzt schießt er. Oh, ja. Komm, die treffen doch. Oh, ich fackel den gleich wieder ab hier. Renne, mein Bester. Und zwar runter. Fuck. Naja. Sind auch nicht die allerbesten beim Anzünden, die Gutsten hier. Die Iron Duke. Ach du Scheiße. Die Gneise noch auch von der Seite. Ach du Scheiße. Ah, die will jetzt nicht, glaube ich. Vorsehen, Tops. Hast du gelöscht? Hat gelöscht. Dann brenne bitte nochmal. Hai ist voll toll. Ach, scheiße. Oh, die haben schon die Punkte drin. Okay. Ich fand die Runde aber gut. Ich habe überlebt. Ja, definitiv. Herzlichen Glückwunsch. Ich lebe ja noch. Und Pazitas geschossen. Oh, zweiter. Was sagt Halli, man dazu? Ey. Zweiter, obwohl wir da rumgeguckt sind, das soll schon was heißen, ne? Aber ich sag immer nichts. Ich finde, wir haben sehr gut geschillt. Ich finde. Was? Wir haben geschillt? Ich glaube nicht. Also, das war ja so richtig hardcore-mäßig geschillt von uns. Ja, total chillig, Baby. Krasses Dings. So, und in der nächsten Runde, ihr Lieben, werden wir. Na, da wirst du wieder Kreuzer fahren, wa? Deine Aober. Ah, da war ja was, genau. Moment, wo ist sie denn? wo ist sie? Ich habe die Miyugi und die Furutaka. Aober habe ich nicht. Es tut mir leid. Was hast du für ein Viech? Die Miyugi und die Miyugi. Die Aoba habe ich gar nicht. Ich dachte, du hast einen Sechser. Ja, die Texas. Nein, warte, was ist Sechs? Die Texas. Ich habe keine Ahnung, diese peinlichen Gespräche führen wir nicht in der Aufnahme. Alter, was ist... Ja, ich würde sagen, ja. Ich guck mal, welche Stufe sie wie Yugi hat. Wir beenden das Ganze, sonst muss ich noch peinlich. Ihr Lieben, danke kurz fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao, ciao.